Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare in der PC Steam Version. Im letzten Part haben wir sind wir als AC-130 durch die Luft geflogen und haben Leute getötet und eine Kirche nicht abgeschossen und so. Begeben uns jetzt weiter und ich weiß nicht, ob ich die Sequenz schon gezeigt habe, deshalb zeige ich sie einfach nochmal. Aber ja, ich glaube schon. Die Kämpfe dauerten die ganze Nacht an, als US-Marines bei der Verfolgung von Khalid al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großteil von al-Assads Einheiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vasquez. Warpeak auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. So, da brauchte ich schon einen kurzen Cut, aber ja, wir sind in. Stand nicht mal da. Ja, schön, dass du wieder so viel redest. Ich liebe dich nicht. Mero, so, die töten hier schon Stück für Stück unsere Männer, was mir nicht gefällt, aber die M16A1 gefällt mir. Wow, was ist denn los? Die M16A1 ist, wie ich finde, eine der geilsten Waffen. Ich bin zwar nicht so ein Fan, so ein großer Fan von Dreischussbetrieb, aber ich muss sagen, dass ich mit Dreischussbetrieb schon. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber irgendwie habe ich doch mit Dreischussbetrieb schon immer sehr viel Spaß gehabt. So, was kannst du übrigens angeschossen? Genau wie ich selbst. Und Hallöchen. Und Hallöchen nochmal. Und was war jetzt mit Helis? Ich sehe. Oh, das sind welche von uns. Oh! 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 Oh, AK-74U. Jörg! Also, ja. Ich versuche ja immer noch zu. Ich versuche ja immer noch mein Maul zu halten, während die anderen reden. Und ja, wir sind hier, hier waren wir schon in der letzten Mission, nur. Ja, schön, ich. Ja, macht ihr das mal. Ich hab ja eh nichts. Ich darf ja eh gerade nicht reden, also. Von daher. Macht ihr das mal. 11.30 Uhr? Also bei mir ist 15.05 Uhr, aber okay. Wen haben wir denn da? Niemanden. Ich finde immer noch, dass MW1 der langweiligste Modern Warfare-Teil ist. Weshalb hier genauso der Kommentarstil am langweiligsten von allen sein wird. Ja, tot. Weil mir dazu nicht viel einfällt, weil ich selbst immer ein bisschen gelangweilt bin. Aber okay. Ich hab nicht mehr Munition-Dingens hier für das Dingens Grenadier, so. So, RPD, bla, interessiert mich nicht. Hey, da war wer. Und da auch. Was ist mit dem? Ach, egal. Der hängt hier ein bisschen komisch, oder? Also MW1 fährt sich immer kurz fest, wenn ich einen Screenshot mache, habe ich gemerkt. Bei anderen Spielen ist das nicht so, aber bei MW1 schon. Warum auch immer. So, komme ich hier. Grenadiermunition!
Vorwärts und Position an der Biegung halten. Over. Wollt ihr mich eigentlich Wollt ihr mich eigentlich ärgern, indem ihr die ganze Zeit redet und ich deshalb nicht reden kann, oder seid ihr einfach nur bescheuert? Oh, Granate, Vorsicht. Ich bashe hier einfach mal Sibylle durch die Gegend und spray ein bisschen rum und ziele jetzt mal nicht, sondern versuche einfach alles niederzuschießen und hoffe, damit Erfolg zu haben. Ja. Und scheinbar habe ich das bisher auch. Einfach mal ein bisschen nicht zielen, sondern sinnlos durch die Gegend schießen. Kabumm. Oh, da sind noch welche in einem Bus. Was mir natürlich auch nicht so gut gefällt, weil... Und so. Die sind aber auch alle da, wo ich nicht bin. Wer bist denn du? Ach, du bist Vasquez. Heißt, wenn du stirbst, ist Arsch, aber du kannst sowieso nicht sterben. Ist ja so irgendwie so vorprogrammiert, ne? Vasquez, the undefeatable guy. Hey, meine Maustaste hatte sich gerade schon wieder festgefahren. Was ja nicht unhäufig passiert. Nicht selten. Danke, Vasquez. Oh, wer hat die Granate geworfen, ihr Spasten? Bumm. Sterbt alle. Mir entkommt keiner. Ihr seid schließlich Terroristen. Und Terroristen müssen entweder verschwinden und unschuldig werden oder sterben. So sehe ich das. Weil Terroristen sind Kacke. So, wo seid ihr? Ach, hier seid ihr. Ja, okay, ich schieb einfach mal mit, ja. Hey, ich wollte doch schieben. Blendgranate. Stopp. Hey, die haben eine G3. Ach komm. Genau, hier wollte ich rein. Denn eventuell liegt hier noch irgendwo ein Laptop rum, aber egal, die Laptops sind mir hier eh egal. Da kommt ein feindlicher Panzer die Straße rauf. Ist das hier der feindliche Panzer oder ist das unser Panzer? Oh shit! Scheint, als wäre es ein feindlicher Panzer. Und der Panzer scheint auch im Arsch zu sein. Wow. Granate. Jede Menge indirekte Treffer. Jetzt nichts wie raus hier. Komme durch. Also ich muss schon sagen, das war ein guter Treffer. Sag mal, brennt der Panzer? Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platoon haben. Was hast denn du hier noch? Eine Schrotflinte? Du hast ein SMAW oder wie die hießen und du hast gar nichts als Zweitwaffe. Wahrscheinlich nur eine Pistole oder so. So. Ich könnte mal nicht ganz ein Außenseiter sein und mir auch eine Schrotflinte oder ein SMAW nehmen. Oder Small oder wie auch immer die heißen. Vielleicht ist es nicht mal so einer. Aber die Mission scheint eh zu Ende zu sein, deshalb bringt es nichts mehr. Hier Outlaw 25. Die Spezialeinheit ist unterwegs, um Al-Assad zu holen. Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an
Oh, was ist denn jetzt los? Ich wurde wahrscheinlich schon wieder angeschrieben. Wir haben soeben Al-Assads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord. Na los! Ja, ich warte auf euch. Marines, wir haben eventuell Al-Assads in der Hauptstadt entdeckt. Das erste Bataillon ist auf dem Weg. Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten, dass Al-Assad einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber Al-Assads Bodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Assad und beenden diesen Krieg. Jetzt und hier. Los, Marines! Boom. Hey, ein Turm, der muss kaputt gehen. Ich überlege, ob wir die Mission jetzt noch machen. Ganz viele Panzer. Ach, das sind unsere. Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.